Hallöchen und willkommen zurück bei 7 Days to Die mit Nanu und Xa. Hallö. Moin. Und einer Schreierin. Wir müssen uns pirschen. Du sollst nicht so stöhnen, Nanu. Bin gesprungen. Glaubt ihr, ist draufgegangen? Die hat dann ein bisschen an Spikes geklöppelt und. An Spikes hängt was, aber nee, das ist keine Schreierin, was da hängt. War aber definitiv eine. Ja, aber das, was da hängt, ist keine Schreierin. Na gut. Egal. Schauen wir mal, was kommt. So. Ich gehe mal gucken, was hier Waffen und Munition macht. Wir haben eine neue Aufnahmesession. Wir wissen wieder alle überhaupt nicht. Also, ich weiß nicht, was. Wir wissen Sache alles. Ist. Wir wissen. Warum? Was? Ich hab. Was? Waren wir irgendwie nochmal unterwegs? Wieso? Ich hab mein ganzes Inventar ist voll mit Müll. Also ich bin gut aufgeräumt. Ah, ich glaube, ich hatte draußen eine Zombie-Gesellschaft. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Das glaube ich war so irgendwie. Oh Gott, ich muss mich noch aus. Das hätte ich natürlich jetzt im Offscreen machen können. Tut mich sorry. Ach, du machst doch gerne Quietschbonk. Total. Ich bin immer noch dafür, dass wir ganz dringend die singende Kiste holen. Ich habe heute mir nochmal die Folge mit der singenden Kiste da mehr oder weniger angesehen beim Veröffentlichen. Ich habe das sehr gefeiert. Also. Ja, ja, doch, die war schon lustig. Ja, die Kiste ist super, also die möchte ich auch gern haben. Also wir müssen natürlich gucken, ob wir die überhaupt bekommen können. Aber sofern es irgendwie eine Möglichkeit gibt, bin ich da schwer dafür. Also auf der Seite haben wir die Gitter fertig. Xar, kannst du nicht noch Beleuchtung machen? Ich glaube, darum haben wir auch gehört, oder? Ja, wollte ich gerade schauen, aber... Meinst du, dir was herstellen kann, sag's, weil ich glaube, da brauchst du Mechanical-Parts, oder? Nein, ich brauche die Electrical-Parts. Halt ich hier. Ja. Aber davon haben wir leider nicht mehr viele und bauen kann man die wohl auch nicht, so ich das hier sehe. Lass mich mal schauen. Ach, Xa? Ich leg dir, ja. Ich leg dir ein Rezept rein in deine Kiste ganz unten rechts in die Ecke, in die Rüstungskiste. Okay. Pistole. Tja. Nee, Electrical kann ich auch nicht. Schade. Was vermisst ihr? Kann ich helfen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, er braucht Electrical Parts. Herr Koja, wir haben letztens drüber geredet, ob du noch Skillpunkte übrig hast. Habe ich. Bestimmt, und, oder? Warte mal, mal gucken. Ob du dir nicht zum Beispiel Run Forest Run mal geben willst oder so. Ich habe 18 Pünktchen nur. Okay. Ich glaube, ich habe, warte mal, Run hatte ich doch irgendwas gemacht. Irgendwas mit Ausdauer habe ich mir gegeben. Run Forest ja, Run. Das war Ausdauer, ich, genau. Ja, das habe ich. Ich habe mir überlegt, diesen Tyrannosaurus, da gab es doch irgendwie, ja, was war denn das auch da? Interessant. Sexual Tyrannus, genau. Ja. Stamina Gain war das. Ah, ja. Mhm. Da könnte ich mal was draufgeben. Dem habe ich mal einen geben, ja. Ja, komm. So. Oh, jetzt ist mir kalt. Gut, dass ich die... Ja, wir haben ja noch keinen Haus in dem Sinne. Ja, ja. Wir haben hier eine Bauruine. Baracke. Nennen wir es mal beim Namen. Nennen wir es Ruine. So traurig, wie Ach, es ist. Ach Scheiße. 150 Fleisch haben wir. Okay. Ja, ich habe letztes Mal ja 50 oder noch mehr mitgebracht. Ach, vom Eisgewicht. Mhm. Wollen wir denn das Ach, Gammelfleisch kommt jetzt weg. Ich hab keinen Bock mehr. Gammelfleisch kannst du eigentlich direkt weghauen, ja. Das brauchen wir nicht. Und wenn, dann kriegt man es so schnell wieder zusammen. Ich werde den Jungs jetzt mal was Leckeres kochen. Na, dann schauen wir doch gleich mal. Ja, ich kann voll. Ein bisschen was futtern. Na klar. Die Verkaufskiste ist voll. Ja, die ist schon seit letztem Mal voll. Und du sagst, dass. Ja, jetzt gehen wir ins Eisgebiet, das verkaufe ich dann und... Nein, Moment, da haben wir auch verkauft. Im Eisgebiet waren wir verkaufen. Ja, also da, als ich jetzt drauf zukomme, ist nur danach wieder voll gewesen. Und, ja, und ich werde das dann jetzt nach, das haben wir, waren wir letztes Mal verblieben, ich werde das dann jetzt nach Dings verkaufen, weiß schon. Ich bin am Überlegen, ob wir es nicht aufteilen. Also, dass du einen Teil rausnimmst, ich einen Teil und wir kurz getrennt so jeweils in einem anderen Trade aufsetzen, dass die Kiste leer wird. Ja, also ich behaupte, ich. Also, wie du willst. Weil, wie gesagt, wenn du da jetzt auch noch drauf werden willst. Der Trader nimmt eh nur so 2 bis 4 Sachen von derselben Sache.
Das stimmt. Von daher wirst, Schluss, ja. Wenn überhaupt die Hälfte nur loskriegen. Da hat er nicht Unrecht, ja. Aber wir können ja mal gucken. Zudem hat der Trader ja im Base-Gebiet vielleicht noch ein paar nette Teile zum Bauen. Also verschönern. Gut, das hat, den hat man aber schon ziemlich geräubert, aber gut, mittlerweile ist er resettet. Alle 2 oder 3 Tage resetten die ja. Das dürfte so mittlerweile der Fall sein. Also an Munition haben wir echt nicht mehr viel. Warte mal, hier ist noch Nitrat und ein bisschen Kohle. Dann schmeißen wir das halt nochmal an. Also ich habe 35 Schuss, habe ich noch. Hier ist noch ein bisschen was. Ja, das ist wenig, um das mal so zu sagen. Warte mal, hier. Ja, für eine Hordennacht auf jeden Fall. Ja, also da muss ich noch ordentlich Munition herstellen. Hast du mittlerweile was gegen deinen Infektion genommen? Ja, ja, alles erledigt. Okay. Das noch, das noch. Mal gucken, was, ja. was stellen wir hier her? Ach, da schmelzt man wieder nur einen gerade. Okay. In den 2 da vorne mache ich Gitter, die das Eisengitter. Iron. Wo haben wir Press? Ist ja auch im Anschmelzen sein. Ja, hier ist auch nur Iron drin. Wir haben nichts mehr eingeschmolzen davon. Okay, muss ich dann demnächst auch noch machen. Ei. Das wird haben wir gerade eine Eisforge laufen, die frei ist, also wo man was herstellen kann? Links ist ein bisschen was, ja. Ja. In der ganz linken. Stone, Clay, Iron ist hier nur. Dann muss ich hier noch Press reinschmeißen. Hier haben wir massig Stone und Clay. Dann mache ich die hier jetzt für Press. Und die hier machen wir für Dings, für Blei. Ja, immerhin, die Gitter haben wir bald ums Ganze herum. Und den Lied da oben. So. Und dann gehen wir mal nach unseren Pilzchen schauen. Wo ist der Hammer? Press haben wir nicht viel. Fällt mir dabei auf. Haben wir nicht viel? Press. Also. Achso, ja. Beziehungsweise hast du auch schon die ganzen Pokale und so. Ja, das sind nicht viele Pokale. Das ist das Problem. Das ist überschaubar. Aber ist okay. Also kriegen wir schon hin. So, da kommen jetzt 100 Schuss. Wir brauchen ja wirklich eigentlich allesamt nur die Dingsschuss, oder? Die 7. Ding, ja. Ansonsten ist ja alles okay. Eigentlich schon, ja. Ja, dann. Ach, Scheiße. Nö, nicht doch. Alter, jetzt geschrien und tot. Egal. Wir müssen dann nur schauen, dass wir nochmal. Vielleicht hat es ja noch gereicht. Wir müssen nur schauen, dass wir gegebenenfalls nochmal reparieren, dann, wenn die jetzt da in die Spikes rennen. Ich bin die ganze Zeit am. Ach, Mann. Bin die ganze Zeit am falsche Tasten drücken hier. Furchtbar. Wieso? Weil wir gerade zuvor Ark aufgenommen haben und ich will jetzt immer, ich komme nicht ins Inventar richtig, ich will mit F in die Kisten, mach als mein Licht an und aus da stattdessen, weißt du, so den ganzen Scheiß. Das ist so, wir haben jetzt 24 Meat-Sues. Das ist schön. Gleich nicht mehr. Kein Problem. Gut, wenn das jetzt durch ist, dann können wir auch noch ein bisschen. Ja, müssen wir jetzt mal laufen lassen. Okay, gut, dann mache ich den Kram wieder zurück. Ich höre unten Zombies. Sind mittlerweile wohl doch angekommen. Stein. Hast du dir Forged Iron gemacht? Das dürfte jetzt durch sein, so. Ist irgendjemand in der Kiste? Ja, ich war gerade. Achso, einschmelzen nicht, ne? Schon. Huch, jetzt habe ich was Falsches da reingelegt, das wollte ich gar nicht. So. Gut, dann die Kohle wieder zurück. Wollte ich auch sagen. Wollen wir gerade mal ein bisschen aufräumen hier, oder? Ja, ist schon weg.
Ja, müssen wir gleich nochmal reparieren. Aber das ist ja nicht schlimm. Sieht gut aus. Nee, solange so ein, zwei sind, das ist ja normal. Genau. Ja, wieder F gedrückt. Ich lasse das einfach aus. Geht mich gleich wieder an. Was geht gleich wieder an? Ich werde eh gleich wieder F drücken, aus Versehen, weil ich was Falsches drücke, weißt du? Und dann also denke ich mir so, ne? Mhm. Ja, ja, schon klar. Ach so. Für die Casings braucht man... Moment, nee, bitte Tipps, hier, da. Für die Tipps braucht man... Warum kann ich keine Bullet Tipps hier herstellen? Brauchen wir wahrscheinlich einen Amboss drin, oder? Nee, die Kaliper, also okay. Den Messfieber brauchst du für die Chasings. Nee, Moment. Was? Okay. Ach verdammt, dann hätte ich beide, okay. Da hätte ich das in einer schmeißen müssen. Aber für die Ballet-Tipps brauchst du, glaube ich, nur den Amboss. Amboss, glaube ich. Muss gucken, ich hab's jetzt nicht direkt im Kopf. Dann nehme ich es mal raus. Kann ich ihn dann immer noch herstellen? Ne, die Tipps brauchen es auch scheinbar. Geht ohne Kalender das nicht. Ach ne, das sind die Casings. Die Casings, ja, aber die Tipps auch noch nicht. Die Tipps wollten drüben. Oder haben wir einen Amboss übrig? Moment. Eventuell ist kannst du auch einen machen. Amboss können wir dann herstellen. Das ist ja, der ist nicht wirklich teuer. Und auch nicht schwer herzustellen. Mal gucken, ob wir noch einen haben. In was? Der rechten Amboss einfach herstellen. Ja, einfach einen herstellen. Oder ich schau mal, warte, ob wir einen haben. Ja, eben, das ist es, ob wir noch einen haben. Nein, müsstest du herstellen. Oh, ich find, da ist schon wieder irgendwas gerade in die Spikes gelaufen. Ja, passiert. Na gut. Ist schön, dass ich mal zum Trader los. Hast du Rest? Oh, der braucht lange. Rest. Was bestehen denn die Piercings? Metall. Also Eisen. Okay. Feinstes Blei. Also Blei hast du noch einiges zum Einschmelzen, cool. Ich hab dir das jetzt mal in eine Reihe gelegt. Okay. Gehen Bullet Tipps, ja. Sehr gut. Ist auch gleich fertig, ja. Dann machen wir da überall einen Amboss rein. Das tut ja nicht weh. Nein. Eisen haben wir jetzt mehr als genug. Ja, nur das Einschmelzen dauert halt. Ja, klar. Ich gebe da jetzt mal zweimal Eisen rein, weil es nervt mich so. Gut, dann würde ich so lange da oben ein bisschen herstellen und mal rausgehen, gegebenenfalls ein bisschen reparieren und dergleichen. Renn doch du runter zum Händler und ich gehe reparieren. Soll ich wirklich schon zum Händler? Ich dachte, mache ich dann danach. Naja, ja. Danach haben wir noch einmal so viel. Eben. Okay, dann tue ich dir in den Baukram die Spikes rein da, ne? Yep. Oh, komm schon. Weil dann nehme ich mal einfach die Nailgun mit und ist ja dann relativ schnell erledigt. Ach, da haben wir auch noch 6 Bar Sixt. Muss ich rein schon in die Kiste. Hoffentlich hat er heute nicht wieder geschlossen. Oh ja, das wäre natürlich schön. Stimmt. Das wäre doof. Haben wir noch nicht ausprobiert, oder? Nein. Nee, aber der hatte doch zuletzt wieder offen, oder? Ach so, nee, Quatsch. Wir wollten das dann austesten, wenn er wieder... Genau, stimmt. Mhm. Ja. Warte, ich mach das andersrum. Ich nehme die mit. Werden wir ja dann gleich sehen. Wenn Kohle in 5 Minuten wieder zurückkommt mit der... ohne Kohle. und Gemeckere, dann wissen wir aber nicht da. So ist es.
Wobei, ich glaube, das wissen wir dann schon, bevor er wieder da ist. Wenn ich, ja, bevor ich wieder da bin schon. Das Gemeckere, das kriegt ihr vorher mit. Definitiv. Hm. Da schauen die Spikes gut aus. Auch nix. Es schaut erschreckend gut aus. Ja, vielleicht hier und da noch ein paar aufstellen, war so meine Idee. Dass man einfach noch, weißt du, es sind ja ein paar, dass man irgendwo schon mal anfängt, eine dritte Reihe zu machen, da wo wir halt fertig sind mit dem Einebnen. Machtzentrum AD. Was meinst du? Alles okay. Gut. Warum ist die Verkaufenkiste schon so leer? Hast du schon genommen? Ich hab mich schon einmal eingedeckt, ja. Ach so? Hast du gesagt nix? Ich hab doch gesagt, ich gehe jetzt los. Ach ja. Ja, vor allem, weißt du, Xa hat ganz selektiv genommen. Das ganze teure Zeug ist bei ihm. Hier ist nur Schund. Nein, stimmt gar nicht. Das ist nur Schund, was ich hier hab. Du hast alle die ganzen Biohazard-Dingsbums-Suits, da wie sie heißen. Ich hab ein Hazard-Shirt, ein Hazard-Fuß, Fuß und das Rest ist alles Mögliche. Ist noch wer in der Nähe? Nein. Ja, bin noch da. Was ist los? Schreierin mit Anhang. Mit Dingsbums, ja. Definiere mal einen Ort. Richtung Norden raus. Was? Bin da. Inklusive Feral. Oh, toll. Feral, Dicky und Co. Bei Feral dürft gleich da. Ja. Gut wäre nur gewesen, wenn du die auch als erstes getötet hättest, die Schreierin, weil die hat jetzt nochmal gebrüllt. Das Problem war, der Feral war vorher bei mir. Ich hätte gerne vorher sie erwischt. So. So, Hund hinüber. Gut. Komm her. Ich hab da noch einen Vorschlag für dich. Nix drin an Geloote, aber ich kann eh nichts looten, merke ich gerade. Also was so an Zombies rumliegt, müsstest du mal looten, weil... Ja, mach ich. Danke und jetzt Abmarsch mit dir. Ei, ei! Brauchen wir noch ein Reh? Ich hätte hier eins. Reh, ja. Könntest du kommen, Danu? Warum wusste ich, dass das jetzt bin ja voll. Was soll ich mit dem reden? Wo bist du da? Wieder um die Ecke rum. Und da oben ist noch eine Biene übrigens. Ich sehe dich. Ja, ich weiß, aber die war noch nicht nah genug. Hm. Hier bei den Bäumen liegt ein Reh. Ich seh's. Du armes Reh, du hast dir das auch anders vorgestellt heute, gell? Ach, das ging schnell. Hm. Könnte nur ein bisschen bleihaltig sein, das Futter. Ich hab's gehört. Ja, ich habe ja nichts anderes. Im Vorschlagkammer war mir dann doch zu brutal. So, ich habe mal das zweite Reh daneben auch erledigt. Er hat Adbohrerparts. Brauchen wir die? Irgendwelche da. Irgendwelche schon. Nein, warum unser Händler ist ein für alle Mal kaputt. Na toll. Ja gut, oder wirklich dazwischen einmal ein neues Spiel starten. Soll ich sie einfach mal kaufen? Ach so, stimmt, das war ja noch ein Tipp. Ja, das müssen wir halt noch ausprobieren. Ich würde eher schauen, ob wir irgendwelche Deko-Sachen kaufen können, Xa. Na gut. Oder ist der Erdbohrer so cool, dass man damit, was weiß ich... Boah, ist okay, aber... Jetzt nicht... Wirklich super toll. Eine Munitionsbox? Hatte ich schon mal eine gekauft, aber eine zweite ist bestimmt nicht verkehrt. Okay. Zack. Eine Kühlkiste, die blauen Dinger. Können wir nehmen, ja. Naja. Die schauen aber jetzt nicht besonders aus. Ja, aber ja, so in der richtigen Umgebung passt das vielleicht. Wir müssen ja immer auch an... Matratze? Nö. Nö. Dann lieber so ein richtiges Bett. Da hatte ich, glaube auch schon eins. Eine Metal Pipe. Pipe? Ja, die sieht man manchmal in den Fabriken. Diese, nee, die finde ich nicht so passend.
Eine Gaspump, also eine Tankseile. Achso, die könnte man vielleicht bei den Minibikes aufstellen. Die könnten wir bei den Minibikes Das wäre vielleicht cool, ja. Okay, dann kaufe ich da auch mal eine. Mülleimer. Oh. Immer. Ein oder zwei? Zwei. Bei dem Müll, den wir hier fabrizieren, glaube ich. 20. ein Presswasserhahn. Nee, da haben wir die normalen genommen, da hatte ich aber schon einige. Ach ja, stimmt. Okay, dann war es das an Einrichtungsgegenstände. So, gelootet. Und repariert. Soll ich Gunpowder kaufen? Wie viel gibt's denn da? Wie viel kostet das? 40 Stück für 240. Das ist ein Einzelpreis da unten, der drunter steht. Nee, nee, das ist, wenn ich 40 eingebe, also wenn 40 oben 240. Ja, okay, das ist der Gesamtpreis. Ja, nein. Nicht. Ich meine. Ich meine, Geld haben wir eh schon mehr als genug. Mit 40 Stück kannst du jetzt nicht so viel, aber ja, passt. Mach. Kleinvieh macht auch Mist. Ja. Wenn du noch hier irgendwie 7-6-2er Bullets oder so hast, wäre es natürlich praktisch. Stimmt, da könnt ihr mal noch schauen. Oder was? Oh ja, gibt's. Mal gucken, 29 Stück für 1500. Ja, das klingt doch okay. Obwohl, vielleicht soll ich kommen, ich meine, oder hast du alles hochgelevelt auch bei? Nö, das nicht, aber wie gesagt, ich habe alles verkauft, hatte ein bisschen mehr als 10.000 Tokens und bin jetzt gerade mal auf 7,5 runter. Ansonsten, was man noch gut gebrauchen könnten, wären halt die Parts für die Sniper Rifle und da vorzugsweise der Receiver. Sniper Rifle. Barrel oder Receiver in gut wäre natürlich spitze. Da würde ich dann aber wahrscheinlich zu dir kommen, weil da denke ich, wird es. Nee, also Parts hat er jetzt hier gar nichts rumliegen. Gar nichts, okay. Also zumindest deine Sniper Rifle. Okay. Da kann es natürlich sein, doch, mit der. Er hat einen 120er Sniper Rifle Retriever. Ja, gut, nee, das bringt nichts. Den habe ich genau exakt ist selbst. Gut, ja. 119 habe ich drin. Und. Nö, hat er sonst nichts Brauchbares mehr? Naja, dann nicht. Dann mache ich mich jetzt auf den Rückweg. Jo. Mit unserem Händler werden wir schon noch reparieren. Irgendwie werden wir das hinkriegen, ja. Ich werde da mal mit dem Vorschlaghammer hingehen und dem mal ein paar Öffnungszeiten vorschlagen. Ja, oh, toll. Das ist natürlich mal ein Lumberjack. Hm? Hat er eine fertige Kettensäge bei? Boah, cool. Die Sachsa. Eine fertige Kettensäge? Jupp, mit Haltbarkeit 431. Okay. Boah, die Sachsa. Koja, ich habe deine fertige Pistole gefunden. Ich leg's dir trotzdem mal zu Einzelteile, ja? Du schaust dann, ob wir die brauchen können. Mach ich grad. Nur schon. Da bringt man das Beste von den Zombies und das sagt mir schon. Dass das Beste ist. Der beste Schund. Der beste Schund, den die Welt gesehen hat. Wieso ist eigentlich hier dieser eine Redwood-Block schon beschädigt? Weil der Koyafa mit einem Vorschlaghammer draufgehauen hat. Das weiß ich nicht. Habe ich doch gesagt. Du hast gesagt, dass du das nicht warst, oder was? Ich bin hochgegangen, hab gegengehauen und hab gesagt, das war ich nicht. Okay. Danke für die Bestätigung. Jetzt wissen wir es alle. Dass ich es nicht war. Dass du es warst. Aber ich hab doch gesagt. Ich verstehe das. Ja, wenn du weißt, was sagst. Wo man das hinkriegt, das war aber gering. Was denn? Das halt, ja. Hide ist weggerumpelt. Wofür sind denn eigentlich diese 10mm Rounds? War das die SMG? Ja, SMG. Okay. Und nur SMG. Alle anderen nutzen andere Munition. Okay. SMG hat man ja auch eine, aber ich glaube, die war ziemlich. Ja, sie bläst ziemlich viel Munition raus und macht dafür relativ wenig Schaden. Ja, ich meine, zudem wäre die ziemlich schlecht gewesen. Also,
ne, SMG würde ich wirklich nur nutzen, wenn sie Level 600 hat. Oder zumindest 500 plus. Okay, das dauert noch. 128, reicht das? Kann ich mal gucken, was ich bei SMG zusammensammeln kann. So. Nix. Das ging schnell. Ich habe genau einen Teil für eine SMG. Oh Mann. Braucht ihr noch Pfeile, Bolzen oder irgendwas dergleichen? Ich würde Crossbow-Bolts nehmen. Habe ich nur noch 80. Alles klar. Crossbow-Bolts. Die brauchten... Hast du die Iron? Oder welche? Ich habe bisher die Iron, ja. Die Iron. Soll ich dir die Steel mal machen? Kannst du mal probieren, ja. Dann tun wir das. Ich weiß jetzt nicht, wie gut der Unterschied wirklich ist. Und wir haben 200 Steel Spitzen, also würde ich sagen... Ja, die hast du ja schon hergestellt letztens, oder die habe ich dir hat, die hat Xar, glaube ich, hergestellt, einer von euch jedenfalls. Nee, ich ja. Das, ja, dann wahrscheinlich, weil konntest. Man dadurch Stahl-Smitting braucht. Steel Crossbow Bolts, so 200, zack. Also wenn du da wieder was brauchst, einfach sagen, ich stelle sie dir gerne her. Wenn du es übrig hast, das Zeug, dann einfach immer ein paar machen. Also Iron mache ich mir selbst, Iron Arrowheads, aber die anderen kann ich immer gebrauchen. So, Bullet Tips. Kommt noch Dings raus oder sind wir damit schon durch? Ah, da kommt sogar noch raus. Okay, kann ich auch nochmal anmachen. So, da habe ich gesehen, da waren noch Iron Bars drin. Sehr gut. Bikes gehen wir mal daher. Nochmal 59. Das heißt, ich kann jetzt, drückst du Daumen, vielleicht einen Rest aus. Text nochmal machen. Ne. Was kannst du auswechseln? Unsere Außenverschalung. Die Iron Bars außen. Damit uns das nicht immer gleich weggeschossen wird. Ach so, das? Ja, das wäre supi. Ja, ich bin in der letzten Gerade. Die anderen haben schon. Echt? Einmal außenrum schon? Ich dachte, ja. Ich wäre gerade noch auf so... Oh, cool. Ja, das ist schön. Mhm. Ich müsste eventuell meine Dings mal reparieren. Die sind nur noch halb. Für die nächste Nacht vielleicht gar nicht so doof, oder? Die Waffe zu reparieren, wenn sie halb ist. Ja, wäre schon nicht ganz verkehrt. Ja, oder hältst du noch eine Nacht durch mit halb? Nee, ich glaube nicht. Nee, halb sollte nicht mehr reichen. Hier passt. Na gut, die kriegen wir aber jetzt auch noch hin. Naja, komm, dann repariere ich die. Alles drum. Eins, zwei, drei. So, gut, die letzten sind im Bau. Also ich könnte höchstens gucken. Was haben wir denn an Sniper-Rifle-Sachen? Stehen hier nicht rum. Eben war es im Kalt, weißt du, jetzt ist es wieder heiß. Kann sich halt nicht entscheiden. Das ist echt furchtbar. Bist du in den Wechseljahren? Ja, ja. Okay. Oh Mann. Das ist mein Text. Merk schon. Warum sind Nerdy Glasses bei den Waffenteilen? Was? Naja. Kann man natürlich als Waffen benutzen. Ich meine, zerbricht das Glas. Du kannst damit Zombies anzünden, wenn die Sonne gut steht. Das auch? Das siehst du so. Das kann man noch darüber nehmen. Der Rest ist eigentlich zum Verkaufen hier. Fast ja, nur schon. Wir haben rundherum die Iron Bars. Ole, ole! Und wir haben auch ein paar hundert Schuss mittlerweile wieder, also passt. Immerhin haben wir ein bisschen was geschafft. So, jetzt müsste ich nochmal gucken. Du brauchst die Iron Arrowheads oder welche brauchst du? Steel. Steel. Oh, die Parts habe ich schon, 600. Na gut. Da haben wir es, ja, genau. Nein, so wenig wollte ich nicht machen. Mistviecher. Könntest du bitte mal losgehen, Xar, und einen Magnum-Blueprint finden? Danke.
Ja, ich melde mich dann gleich. Dachte ich mir. Warum habe ich jetzt das Gefühl, wenn er es wirklich findet, schau mal blöd. Wenn er es wirklich findet, mache ich aus und spiele nie wieder mit ihm. Okay, also zumindest passt. Wenn er es jetzt in der nächsten Zeit findet, sagen wir es mal so. Was baut denn der noch so lang? Ach so, meine Reparaturen. Meine Pfeile noch, genau. Haben wir aber gleich. Wo wolltest du den Anvil hin tun, der da drin ist? Oh, die Zeit funktioniert voll gut. In eine der beiden rechten. Ah, ich sehe es gerade. An einer ist nichts drin. Munition da nur. Die Bowls sind in der Munikiste unten rechts. Und das kommt dafür wieder rein. Jo. Okay. Ja, zum Verkaufen tun wir das noch. Ich müsste mir bald nochmal Repair-Kits bauen. So, machen wir aber auf jeden Fall in der nächsten Folge, würde ich sagen, weil, ne, ist schon wieder soweit. Furchtbar. Schlimm. Wie die Zeit vergeht. Auch noch Müll. Auch noch zum Verkaufen. Mit diese Waffenparts, so. Diese unsortierten. Oh, die Sniper-Rifle hätte ich jetzt beinahe zum Verkaufen gestellt. Das wäre ein bisschen doof geworden. So, naja, also. Aber die Leute kontrollieren, bevor es verkaufen, nicht. Ja, das stimmt. Das tue ich in der Regel sogar fast manchmal. Was so eine hätte ich auch noch gern, gell? Ja, find mal einen. Find mal eine fertige. Das ist das Problem. Ich kann die ja noch nicht so bauen, glaube ich, oder? Kann ich die so bauen? Aber da habe ich auch nicht genug Parts für. Wenn du das verbessern kannst, dann könntest du es selber bauen. Ja, verbessern kann ich es, aber wir haben nicht genug Parts für. Also, bis zur nächsten Folge. Dann läuft es hart auf die letzte Nacht zu. Auf die nächste Nacht zu, auf die nächste Zombie-Welle. 42, die 35er war schon hart. Mal gucken, was da kommt. Und wir sind obdachlos. Wir sind obdachlos, ja. Zumindest Dach, ja. Stimmt schon. Naja, nicht ganz. Wir können ja unten in den Keller, da haben wir ein Dach. Alles gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.